Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker live aus Berlin. Ach Gott, es ist wahnsinnig heiß hier in Berlin. Ich schwitze mich zu Tode. Heute ist der 26. August. Und heute ist die Premiere der 999 Show meines guten Freundes Sebastian Böhm. Ihr kennt ihn sicherlich von QVC oder auch noch damals von seiner Zeit aus Pro7, als er so eine Friseurshop oder irgendwie so einen Kack hatte. Oder ihr seid gewohnt in Magdeburg und kennt ihn aus seinem Friseursalon. Der hat eine neue Show im BKA-Theater. Das ist ja meine Leib- und Magentheater. Und heute ist die Premiere, wie gesagt. Die Show heißt Waschen, Schneiden, Talken. Ich werde in der Show die Co-Moderatorin sein, die Michelle Hunziker des Abends. Und wir werden tolle, sehr prominente Gäste haben. Dazu aber nachher noch mehr. Da kann Sebastian auch noch mal erzählen, wie heute wirklich alles kommt. Hallo! Ach Gott! Hallo, bist du am reinstecken? Hi! Hi! Die Brille ist toll. Das ist sehr warm. Ja, die ist neu, die Brille, ne? Süß. So ein bisschen Hello Kitty, ne? So ein bisschen Hello Kitty. Guck mal, da bin ich. Da sind wir. Ach, da sind wir. Guck mal, ich habe Glück gehabt, deswegen, ja. Wir sind gerade noch mit drauf. Ja. Hui, oh, hier ist hell. Oh, guck mal da. So, da sind wir schon. Guten Morgen! Guten Morgen! Die Beauty. Bist du schon wieder direkt am Film, oder? Sebastian Böhm, ja. Also, sag mal ein paar Promis, die heute kommen. Heute kommt zum Beispiel Janina Yusufian. Ach, das ist diese Nutte von Promi Big Brother? Parker, das ist keine Nutte, das ist das Teppichluder. Diana Yusufufi. So, und dann Michaela Schäfer ist in der Show. Und Marvin Smith von Got to Dance Pro7. Kenn ich nicht. Das wird sehr spannend. Und dann kommt noch Dani Michalski, Nachwuchsmodel aus Deutschland, die unfassbar erfolgreich ist in Staaten. Und dann kommen noch so Leute wie Annemarie Eilfeld. Auch die kenne ich. Dann kommt Tina Amoa. Ach, die liebe ich. Meine Eltern kommen auch übrigens. Meine auch. Da siehst du mal. Und dann kommt dieser, wie heißt der? Also zumindest haben wir ihn eingeladen. Voldo. Kennst du Voldo? Nee. Das ist der von DSDS, der so Conchita Lookalike ist. Das, was er nicht gern hört, also weil Voldo ist eine eigenständige Person, aber, und Voldo ist auch toll. Aber der hat da auch bei DSDS uns auch relativ weit bekommen, weil er gut singt. Jetzt dieses Jahr oder wann? Oder? Stell mir doch mal deine ganzen Angestellten. Guck mal, das ist Josi. Das ist Josi. Josi macht heute Abend DJ-Mucke. Da hinten haben wir Paul. Paul macht heute Gästebetreuung. Samis. Ja, und hi. Und Ohrenbetreuung. Wo ist das? Mickey Maus. Das ist Mickey Maus, ja. Elvis. Süß. Hi. Ingeborg. Das ist Ingeborg. Ach so. Okay. Und ihr Freund dazu. Hi. Guten Tag. Das ist der Julius. Hi. Bei mir. Julius gefällt mir am allerbesten von allen. Hier ist der Philipp. Hi, den kenne ich schon. Ja. Ja, kenn ich, wir kennen uns von... Ja, wir waren noch schon im Rausch. Ihr habt zusammen getrunken im Rausch. Genau. Mit wem habe ich eigentlich noch nicht getrunken im Rausch? Da unten ist die Wow. Ja. Nee, Tatsache, kein Bier. Verdammte Scheiße. Aber hier ist Ballistum. So, ihr Mäuse, ich bin jetzt gerade in der Schallzentrale der Macht. Im BKA-Büro. Guckt mal hier, ich drehe mich mal um. Hier, ganz viele Schreibtische. Wo ist denn die Chefin? Da ist die Chefin, da hinten. Das ist dieser grimmige Mann mit der Brille. Es gibt jetzt hier neue, diese neuen Warnhinweise auf Zigaretten. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Mein Lieblingswarnhinweis ist der hier. Das ist, glaube ich, so ein Luftröhrenloch oder was das ist. Ich finde, es sieht immer aus wie ein Arschloch. Wie so eine ausgelaberte Rosette sieht das immer aus. Eins, Wippen, 7, 6, 5, 4... Ich habe mich jetzt schon mal rasiert. Es ist jetzt, wie spät haben wir es jetzt? 3:10. Ich fange jetzt schon mal an, mich langsam zu schminken. Weil irgendwann sind hier, da stehen schon ganz viele Transvestiten und Transvestitinnen. Travestie im Sommer ist wie kleine Kinder essen.
die Anushka. Hi, die ist von RTL 2 gebucht. Genau. Die macht nämlich einen Blog heute über den ganzen Tag, den ganzen Abend. Das ist sehr spannend. Und du hast wie viele Follower auf Instagram? 65 oder 66.000. 1.000? Ich habe doch viel mehr. Nee, ich habe irgendwie 7.000 irgendwas. Was? Ja, aber ich weiß, möchte nicht drüber sprechen. So, ihr Mäuse, mein Make-up ist jetzt soweit erstmal fertig. Margot, du siehst wieder wahnsinnig süß aus. Und dann ist der Klausi ist gekommen. Hallo, guten Abend. Der Klausi ist gekommen. Schön, dass du da bist. Ich bin der Chris. Chris, sag ich doch. Der Chris macht heute nämlich auch ein Video, ein ganz wichtiges Video, weil wir drehen heute noch vorher ein Treppenhaus-Video, genau, wie der Sebastian hochgeht. Ja. Na, Mika, darf ich dich ein bisschen bequatschen? Ja. Ja? Gucken, wie das Licht ist. Ist das Licht gut? Ja, das Licht ist gut. Ja, ich bin kurz, ich sehe gar nicht. Ach so? Hast du normalerweise eine Brille oder was? Ich habe Linsen drin, aber die haben nicht die richtige Stärke. Ist ja doof, warum hast du nicht Linsen mit richtiger Stärke? Ach du, manche Menschen möchte ich nicht so genau sehen. Also ich finde das hier lustig, alle haben Frauennamen. Ja, das stimmt. Du ja auch. Ja, genau, ja, ich auch. Ja, einige unterstellen mir, ich sei eigentlich ein Mann. Wirklich? Einige haben mich schon gefragt, ja. Also bei dir, Sirene, kann ich es verstehen, aber bei dir jetzt nicht wirklich. Aber ziehst du heute auch blank? Mal gucken, wenn ich darf. Also ich denke mal, ich würde mich sehr freuen. Echt? Ja, ich habe neulich im Fernsehen deine Herznippel gesehen und ich glaube nicht, dass die echt sind. Echt sind die nicht. Ich weiß, Mäuschen, aber ich glaube auch nicht, die hast du echt gar nicht. Das war nur... Ach so, doch, willst du sehen? Ja. Sag mal, ist das so? Das ist tätowiert. Das ist tätowiert. Das ist Tattoo. Ach, und ich habe gedacht, die wurden so, Haut umtransplantiert, dass das in Herzform ist. So dachte ich, wusste ja, das ist ein Tattoo. Ist aber gut. Alter Falter. Geil, ne? Ja. Name ist Braun. Verrückt. Nehme ich euch nochmal mit hier aus dem Backstage. Nehme ich euch jetzt nochmal mit. Hier ist die Tür. Das ist die Tür zur Bühne. Mein altes Problem, ihr kennt es. Ich habe mir schon einmal hier in High Heels richtig doll die Birne gestoßen, weil ich zu schnell raus wollte. Hat eine Riesenbeule am Kopf gehabt. Also runter. Hier ist jetzt die Bühne. Das ist eine Leinwand, wie ihr seht. Die wird aber von diesem Projektor Hintergrund projiziert. Das bedeutet, wenn man jetzt vorne auf der Bühne steht, kann man davor stehen und die Projektion wird nicht gestört. Das ist natürlich eine ganz tolle Technik. Hier, schaut mal hier. Das ist jetzt die Bühne von vorne. Oh, guck mal hier. Ach, machst du eine Probe jetzt? Ja, ich mach Schlensky. Einen Soundcheck. Genau, ganz klar. Oh, da bin ich sehr laut. Da mache ich schon einen Soundcheck. Ich habe gerade versprochen, dass ich eine leise Sprecherin bin und stelle fest, ich glaube, ich habe doch gelogen. Natürlich hast du gelogen. Das ist wahnsinnig laut, oder? Finde ich toll. Und mit Hall. In der Deutschlandhalle. Großartig. Ha. Das mag ich so. So, und hier im Bau, kennt er ja schon. Und dann haben wir jetzt hier aber ganz neu für dieses Event so eine, wie heißt sowas? Sponsorenwand. Eine Sponsorenwand. Da kann man sich dann hier so vorstellen und dann fotografiert ein Promi-Flash oder so. Wird das so sein. Und ich würde wahnsinnig gerne einen Schnaps trinken. Matthias, das ist Matthias, das ist der Barchef. Und der ist wahnsinnig gestresst. Ich bin jetzt fertig aufgedresst. Ich habe heute mein Red Carpet Kleid erstmal an, hier mit der langen, langen Schleppe. Mir ist wahnsinnig heiß. Hi. Na, du hast heute so ganz süße Frisuren. So ein bisschen Romulanerin ist es auch, ne? Romulanerin. Kennst du es bei Star Trek, die Romulaner? Ich gucke Star Trek nicht. Aber Romulanerin. Das war mit R2-D2, oder? Nein. Oh. Hey. Ist das ein Crossover? Das ist jetzt, ja. Ich meine, du bist jetzt auf meinem Channel und ich bin jetzt bei Jurassic Parker. Süß! Ihr könnt mich alle abonnieren, Jurassic Parker. Und bei euch, das ist die Show mit Chris, ne? Ja, hi. Travestie. Travestie. Was hältst du von meinen Haaren? Die sind toll, oder? Die sind ganz toll. Ja. Alles Plastik. Ja, aber sehr heiß. Im Sommer keine richtige. Das glaube ich dir. Ich schwitze ja jetzt schon so. Ich weiß überhaupt nicht, wie du das aushältst gerade. Ich werde dafür bezahlt. Ich habe auch. Wir haben es jetzt 7:10. Langsam steigt die Nervosität, weil alle sitzen jetzt hier und warten schon.
schon? Sag mal, die Michaela wird ja immer noch gemacht. Wie lange braucht die denn? Meine Michaela, du bist doch schon schön. Meine, wie lange dauert denn sowas, bis man so eine echte Frau geschminkt hat? Darf ich mal? Ja, das dauert immer 2 bis 3 Stunden. Heute sehe ich mich auch mal. Sekt? Oh ja. So, jetzt hat schon der Empfang angefangen. Jetzt kommen schon die ersten Leute, die ihr seht. Das ist die Brigitte. Hallo. Die Brigitte hat die PR gemacht für das ganze Event. Wir lieben Brigitte. Und ich liebe euch. Ja. Süß. Und das kann, da kann ich bessere Fotos. Das ist ja eine tolle Hülle. Sowas brauche ich auch. Toll. Das ist ja toll. Ich trinke jetzt erstmal einen Sekt. Die geht ja nämlich heute eine Kurzhaarperücke auf. Von Mademoiselle, oder wie heißen die? Mademoiselle. Mademoiselle hat meine Haare gerettet. Jetzt sehe ich nicht mehr aus wie Helene Fischer, sondern wie ihre Mutter. So, ich wusste natürlich gar nicht, dass heute auch die Jakobs-Sisters da sind, aber ich habe... Sag mal, was trage ich ein? Was hat Gitti gesagt? Gitti, wie heißt das denn? Chaka-Chaka-Chaka. Ich zeige euch jetzt mal die Dani Michalski. Das ist die Dani Michalski, die ist heute Stargast in Sebastian Böhms Show. Sag mal Hallo zu meinen YouTube-Followern. Weißt du, was ich erwarte? Ich habe nie Erwartungen, weil dann wird man entweder enttäuscht, aber ich bin einfach offen für alles und ist eine Bombe, Rakete. Natürlich, das wird die beste Show deines Lebens, Schatz. Of course, honey. Mua. Of fun, course, fun, bye. Fun, fun. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wer die ist. Da ist meine Mama. Ihr seid da. Hallo Papa. Gott, ist das, es ist so wahnsinnig heiß hier. Michaela, schwitzt du eigentlich? Ja, mir ist sehr, sehr warm. Leicht stark. Ja. Manchmal hat sich mein Beruf wirklich stark, ja. Aber... Oh Gott. Oh Gott. Ich habe noch niemals in meinem Leben so einen heißen Raum erlebt wie den da vorne. Was ist denn da los? Haben die Heizungen angemacht? Okay, cool. Es ist jetzt 20 Uhr. Alle sind hier im Backstage. Sebastian Böhm ist wahnsinnig aufgeregt. Ja, aber Schatz, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Ja. Jetzt. Es gab ein paar Patzer, aber die passieren. Hey Marvin, yes, are you mad about me? No, I'm not mad about you. How can I be mad about Jurassic Park? I don't know, because I said mean things about That's you. That's okay, that they're all true. They're all true. You know, yeah? But you were right on the money. She was right on the money. One. But she's lovely, isn't she gorgeous? I'm so gorgeous, you too. So, but I'm supposed to be the mean woman, you know, that's it's okay. My job, it's my job. It's so hard for her to be mean because she's so normally so nice. You don't know me, darling. You don't know me. Marvin muss jetzt gehen. Dabei ist er eigentlich im zweiten Teil noch eingeplant, aber das Ding ist, dass wir 50 Minuten in der Zeit hängen. Wer hätte das erwartet? 46, um genau zu sagen. 46 Minuten. By the way, darlings, the personal assistant of Marvin, it's Ryan. Ryan! Ryan! Hi! His buns are so tight, they're very tight, tushy, they're bouncing. Darf ich mal anfassen? Can I touch your body? Buns. What is buns? The buns. Ach so, oh. Tight buns. Tight buns. Ein Arsch. Ach so, ein Arsch, okay. Aber so mega tight. So mega tight, so mega tight, hey. Total tight, darling, sweet, wir sind jetzt gerade Backstage, weil die Show ist gleich vorbei. Gleich kommt unsere große Abschlussnummer. Alle ziehen sich nochmal um. Alle schwarz-weiß. Alle total sexy und super. Und wir haben jetzt eine Choreografie eingeprobt. Seit Dienstag können wir die. Und wir gucken jetzt mal.
Ich würde auch wahnsinnig gerne Schnaps trinken. So, wir sind jetzt durch. Die Show ist fertig. Schlussapplaus. Unsere Choreografie hat funktioniert. Das hätte ich wirklich ehrlich gesagt niemals erwartet. Und wir gehen jetzt nach vorne ins Foyer, weil wir jetzt nämlich noch Fotos machen vor der Fotowand. So, Fotos vor der Fotowand. Mal gucken, ob uns überhaupt jemand fotografieren möchte. Müssen wir auch mal sehen. Leute, wenn du mal einen YouTube-Kurs brauchst, dann sagst du Bescheid. Ein YouTube-Kurs? Was meinst du damit? Kurs. Ach, Kurs? Ja. Ich brauche keinen YouTube-Kurs. Sicher? Ja, ich bin sicher. Wir müssen mal was zusammen machen. Ich bin auch auf YouTube. Ja, wer bist du denn? Der Wohnprinz. Der Wohnprinz? Das klingt ganz lustig, aber ich bin auch auf YouTube. Schick mir mal eine Nachricht. So, ich muss zum Pressetermin. Jetzt haben wir keine Zeit. Verdammt nochmal. So. So, hier sitzt die Aftershow. So, ich fummel mich jetzt ab. Es reicht mir jetzt. Ich bin geschwitzt. Ich bin hässlich. Ihr Mäuse, wir sagen Tschüss. Sagt mal Tschüss alle. Tschüss. Bye. Es war eine ganz, 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 ganz tolle Zeit mit euch. Vielen Dank für die Erfahrung. Die Gefühle, die ihr mir entgegengebracht habt. Komm, wir quetschen uns noch ein Tränchen aus. Also, bye. Jetzt reicht's aber auch. So, tschüss, ihr Süßen. Folgt mir auf Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Google Plus und Grindr und Snapchat und YouTube und überall. Bye! Sharing is caring.